Heute darf ich wieder Jannis von Ahu begrüßen. Herzlich willkommen, lieber Jannis. Hi, schön, dass ich nochmal da sein darf. Ja, wir haben letztes Mal schon so schön über das Essener-Brot gesprochen und auch über die Herstellung eures Keimmehls. Und ja, wir sind so wenig auf die anderen Produkte eingegangen, die ihr auch noch im Programm habt. Und darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen. Ja, lass uns das gerne machen. Ja, aufgefallen sind mir die Cracker. Magst du was über die Cracker erzählen? Ja, die Cracker waren unser allererstes Produkt, was wir hatten. Ich habe, glaube ich, damit angefangen, schon in meinem Sportstudium. Ich habe ja Sportwissenschaften und Politikwissenschaften studiert. Und als ich Sportstudent war, musste ich ja den ganzen Tag Sportkurse besuchen, viel Leistung erbringen und so weiter. Und ich habe mich sehr interessiert für eine gesunde Ernährung und habe schnell das Thema gefunden von Sprossen, weil die wirklich auf wenig Gewicht ganz, ganz viele Nährstoffe haben. Und habe angefangen, aus Getreidesprossen meine ersten Cracker zu machen, die ich immer mitnehmen kann ins Sportstudium und dann für den Tag gut versorgt bin. Und das Rezept hat sich so Stück für Stück entwickelt. Und irgendwann habe ich dann immer mehr davon produziert, so gesehen, in meiner privaten Küche, weil Freunde das auch wollten, weil die interessiert waren. Und irgendwann wurde halt gefragt, hey, könnt ihr das nicht irgendwie mal für mehr Leute zur Verfügung stellen? Und ich hatte jetzt nie die Idee, das so zu machen, aber dann ist von außen eben das an mich herangetragen worden, dass man da doch mal ein Unternehmen gründet und diese Cracker macht. Und wir haben dann halt Aho gegründet vor 4 Jahren und dann, ja, haben wir das erste Mal jetzt irgendwie gesagt, okay, wir machen diese Sprossencracker und haben verschiedene Sorten entwickelt und sind damit zur Höhle der Löwen gegangen, ins deutsche Fernsehen vor 2,5 Millionen Menschen, haben das vorgestellt oder waren beim NDR dieser Show Das. Das ist die Show mit dem roten Sofa. Es gab ganz viel Interesse daran, weil das eben was sehr Neues ist, denn in unserer Gesellschaft kennt man das nicht so, dass man eben Getreide durch den Keimprozess aufwertet und aus diesen Sprossen dann Cracker formt, die man einfach so essen kann. Eigentlich ist das nichts Neues, eigentlich ist das schon Jahrtausende alt, aber so ist eben das entstanden und das war unser erstes Produkt. Und ist auch bis heute eben ein Produkt, was ganz viele Leute eben seit 4 Jahren regelmäßig so in ihren Alltag einbauen. Weil man kann es zu einer Suppe essen, zu einem Salat, man kann die mitnehmen als Snack zwischendurch. Die sind lange haltbar und ja, das ist super einfach für die Menschen. Ja, so bin ich auch auf euch aufmerksam geworden. Eben halt, weil mich diese Keimbrote, Keimsprossen, weil mich das halt alles interessiert. Und eine Frage zu den Crackern noch, sind die gewürzt? Ja, genau, wir haben verschiedene Gewürze drin, kommt aber halt auf die Sorte an. Also wir haben Naturcracker ohne Gewürze. Da sind einfach nur diese in Deutschland angebauten Saaten drin, die gekeimt wurden. Wir haben aber auch Pizzacracker. Da sind getrocknete Tomaten drin und italienische Gewürze. Und wir haben auch die Currycracker, nennen wir die, wo ayurvedische Gewürze drin sind und zum Beispiel Kurkuma mit schwarzem Pfeffer kombiniert und so weiter. Genau. Das ist ein bisschen was Feuriges. Schön. Schön. Genau, so leicht scharf, ja. Ja, danke schön. Danke, dass du das so schön erklärst und auch das mit den sportlichen Aktivitäten und mit der Nährstoffzufuhr, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Dankeschön. Ja, was bietet ihr noch an? Was habt ihr noch im Repertoire? Wir haben ganz viel, wir haben, glaube ich, 25 Produkte mittlerweile und wir machen halt viel einfach in unserem Aho-Kosmos, also alles Mögliche aus Keimlingen, Sprossen oder deutschem Bioanbau. Also wir haben zum Beispiel auch eine Mikroalge, das ist die Spirulina,
Das kennt man so vielleicht von so gepressten Tabletten als Nahrungsergänzungsmittel. Finde ich aber ziemlich schade, weil es eigentlich ein sehr, sehr tolles Lebensmittel ist. Und diese Tabletten werden meistens dann irgendwie in China hergestellt und man weiß auch nicht so richtig, was drin ist. Sie kommt auch mit einem riesen Transportaufwand und so weiter. Und wir haben zum Beispiel Spirulina Flakes. Also wirklich ist es unbehandelt, diese Alge ist. Das kann man dann so essen oder sich in Smoothie machen. Und es kommt aus deutschem Bioanbau. Also hier ist eine Stunde von der Firma entfernt. Wir fahren da auch hin. Wir gucken uns genau an, wie wird das Ganze angebaut. Und so, solche Produkte nehmen wir dann auch auf. Das ist zum Beispiel die Aho Spirulina Flakes. Aber wir haben ganz spezielle Produkte, die alle ganz besondere Eigenschaften haben. Also zum Beispiel haben wir gekeimte Urbrokkolisamen. Das ist auch ein Produkt, das erstmal keiner kennt und keiner versteht. Man hat vielleicht mal gehört, dass Brokkoli gesund sein soll. Aber so in der Gänze hat das vielleicht nicht jeder so verstanden. Aber es ist wirklich, Brokkoli ist eine unglaublich gute Pflanze und sehr präventiv auch. Und ja, das liegt halt hauptsächlich an bestimmten Pflanzenstoffen, in dem Fall eben am Sulforaphan. Das ist ein Pflanzenstoff im Brokkoli, der sich aber nur freisetzt durch das Kleinschneiden. Und dann muss man 40 Minuten warten, dass sich das eben durch die Enzymaktivität auch wirklich, dass da auch wirklich Sulforaphan enthalten ist. Das heißt, es macht eigentlich keiner, dass er seinen Brokkoli ganz fein schneidet, 40 Minuten stehen lässt und dann roh isst. Das Gleiche kann man eben ganz gut erreichen durch diese gekeimten Urbrokkolisamen. So hat man hohen Sulforaphan-Gehalt und man kann das leicht über einen Salat geben oder über seinen Bowl. Und man kann das auch kombinieren mit Brokkoli. Und ja, das ist total interessant für Leute, die sagen, okay, ich möchte jetzt auch bewusst mich präventiv vor bestimmten Krankheiten schützen. Und ich weiß nicht, also wir haben noch ganz viele Produkte, ich kann noch ewig weiter erzählen. Brokkoli, die einen lieben es, die anderen hassen es. Ja, vielleicht habt ihr da eine Alternative gefunden, um sich die Nährstoffe zuzuführen und das nicht auf die herkömmliche Art und Weise, so wie man es normalerweise kocht. Ja. Also vielen Dank dafür, dass du das so schön erzählt hast und auch wie man die Enzyme spaltet da drin. Das finde ich klasse, wusste ich auch nicht, dass man die 40 Minuten liegen lassen sollte. Danke für den Hinweis. Ja. Was habt ihr denn noch im Repertoire? Wir haben ein gebackenes Brot. Da fermentieren wir, das ist das Aho Sprossenbrot, da fermentieren wir unser gekeimtes Urgetreide mit dem Sauerteig nochmal. Das machen wir mit dem traditionellen Dorfbäcker hier bei uns. Und das heißt, man hat nicht nur unverzüchtetes Urgetreide, man hat auch nicht nur 60 Stunden Keimprozess, sondern man hat auch 24 Stunden Fermentation nochmal. Und das macht eben, dass dieses Brot extrem verträglich ist. Denn es wurde gesehen, dass Menschen, die zum Beispiel einen Reizdarm haben, Brot nicht gut vertragen können, aber es Wege gibt, um das verträglicher zu machen. Und das sind zwei Stück. Das eine ist der Keimprozess und das andere ist die Fermentation. Wenn wir beides kombinieren, dann haben wir eben ein Brot, was sogar bei Reizdarm verträglich ist. Der Hintergrund dazu ist, dass es Stoffe gibt, in vielen Lebensmitteln, die nennen sich FODMAPs. Das sind kurzkettige Zuckermoleküle, die schnell fermentierbar sind und deswegen im Darm so blähend wirken. Und diese FODMAPs, die werden reduziert, wenn man die Pflanze keimen lässt, also so 2 Tage wachsen lässt, zu 60%. Und sie werden auch reduziert zu 30% noch, durch die Fermentation, zum Beispiel eben Sauerteigfermentation. Und wir haben eben beides kombiniert. Das ist natürlich einzigartig, das gibt es sonst so nicht auf der Welt. Und wer dieses Brot mal gegessen hat, der weiß, okay, so fühlt es sich an, wenn man wirklich Brot isst, was einen nährt und erdet und trotzdem nicht schwer im Magen liegt.
Das finde ich richtig cool. Wir verschicken tatsächlich mittlerweile 2000 Brote ungefähr im Monat. Also die werden bei uns halt frisch gebacken jeden Tag und dann direkt verschickt, sodass die ankommen zu 95%. Brauchen die eben weniger als einen Tag, um anzukommen direkt. Und die Leute sind da sehr zufrieden, weil sie das super leicht in ihren Alltag integrieren können. Weißt, ja? Brot ist ja auch ein Grundnahrungsmittel. Und ist schade, wenn man dann darauf verzichten muss. Aber wenn es halt gesundheitliche Vorteile bietet und man es trotzdem konsumieren kann, ist das natürlich schön für die Leute. Ja, natürlich. Und dann auch noch pupsfrei, das ist doch prima. Ja. Klasse. Auf die Idee muss man auch erstmal kommen, das Ganze so zu kombinieren. Finde ich ja klasse. Ja, pupsfrei ist ein witziges Stichwort. Also wir haben auch gekeimte Beluga-Linsen. Das Problem an Linsen und Bohnen kennen ja viele Menschen, dass es sehr blähend ist. Und es liegt eben auch daran, wie die zubereitet werden, weil die Ballaststoffe in Linsen zum Beispiel und Bohnen, also in allen Hülsenfrüchten, die können nicht so gut verdaut werden, sind sehr blähend und vor allem die Stachyosis und Ballaststoff wird halt abgebaut durch den Keimprozess. Und dann diese gekeimten Linsen, wenn man die einfach 10, 15 Minuten kocht und dann isst, dann hat man eine sehr hochwertige Proteinquelle, die aber extrem gut verträglich ist. Und wir haben eben auch wieder hier geschaut, dass das irgendwie aus dem deutschen Raum kommt, damit die Lieferwege nicht so lang sind, dass wir eine richtige, echte Bioqualität haben. Da haben wir dann die Beluga-Linsen. Wir haben eine Linsensorte genommen, die besonders nährstoffreich ist, weil sie ist eben, die Beluga-Linse ist so diese schwarze Linse. Und die, so eine dunkle Farbe zeigt auch immer, okay, ja, da ist zum Beispiel viel Eisen drin. Und dann wird das Ganze gekeimt und auch schon getrocknet. Das ist haltbar, das kann man im Schrank haben, einfach die Aho gekeimten Beluga-Linsen. Und wenn man dann mal Hülsenfrüchte essen möchte, sich einen Dal kochen will oder so, dann kann man die einfach so aus der Tüte in den Kochtopf werfen. Das Problem an Hülsenfrüchten, die man dann selber keimen muss, damit sie verträglich sind, ist einfach, dass man sehr, sehr viel planen muss. Also man kann das sehr gut selber machen. Wir zeigen auch in unserem Blog auf unserer Webseite, wie man das alles selber machen kann, weil ich das auch sehr wichtig finde für die Leute. Allerdings muss man dann eben auch wissen, okay, ich setze jetzt die Keimlinge an, wie ist die Einweichzeit, in 2, 3 Tagen koche ich dann mein Dal. Das funktioniert in bestimmten Lebensphasen und in manchen Lebensphasen ist es dann nicht so gut. Und viele unserer Kunden kombinieren das einfach, dass man sagt, okay, ich habe zum Beispiel eben diese gekeimten Beluga-Linsen. Wenn ich hier Zeit habe, mache ich es einfach selber. Ansonsten, die sind haltbar. Ich habe immer mal was da. Und so ist es einfach bei vielen unserer Produkte. Also wir haben eigentlich die Möglichkeit, das alles selber zu machen zu Hause. Aber es dauert eben auch 5, 6 Tage. Man braucht dafür ein paar Geräte. Ne? Ja, ja. Ja, wenn man es dann kaufen kann, fertig ist schon besser. Wo kann man das lesen im Blog? Wie findet man deinen Blog? Einfach bei www.aho.bio und da oben steht Blog. Da gibt es alle möglichen Infos, da gibt es Rezepte, da gibt es Hintergrundinformationen zum Anbau und da gibt es eben auch Anleitungen selber zum Sprossenziehen. Also da kann man einfach mal ein bisschen stöbern im Blog und wird ganz, ganz viel finden. Ja, habe ich schon. Und die Rezepte von Nora sind ja fantastisch. Finde ich richtig gut. Vielen Dank an dieser Stelle an Nora. Schön, dass Sie das... Ja, gebe ich auf jeden Fall weiter. Nora macht auch ganz fleißig Rezepte bei uns, ja. Ja, lieber Jannis, für heute kommen wir dann zum Schluss unseres Interviews. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du uns das alles so schön vorgestellt hast, von den Crackern bis zu den Beluga-Bären und der Fermentation und dem pupsfreien Brot. Das ist klasse. und ich freue mich, wenn ich dich nochmal wieder begrüßen darf, hier in Arnis Welt und bei meinen Zuschauern der Landsitzliebe und von Arnis Welt. Hab herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, danke dir, dass ich hier sein durfte.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.